Citroën Skoda Yeti. Wir sehen nicht große, dicke Mann dazu. Hallo, großer, dicke Mann? Hallo, großer, dicker Mann? Großer, dicker Mann? Großer, dicker Mann? Guten Morgen, der Dicke ist am Telefon. Nee, nicht am Telefon. An der Kamera. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Was? Jetzt dreht er durch. Herzlich willkommen wieder mal bei Christen und Dennert Automobile. In der schönen Schweiz. Nein, am Morgen früh. Ich muss hier mal ganz kurz den in Betrieb nehmen. So. Er nimmt auf. Hä? So. Also, wir sind am Morgen früh hier. Wie ihr vielleicht merkt, Pupille ist noch nicht ganz auf 8:30. Er ist ja auch noch nicht 8:30. Nee, wie spät ist denn? 7:50. Gut, und draußen ist noch dunkel. Um was geht's heute? Heute geht's um Skoda Yeti. Skoda Yeti ist ein Fahrzeug, ein Gebrauchtwagen von uns, den wir jetzt verkauft haben. Und der Kunde hat zusätzlich noch eine Leistungssteigerung dazu gekauft. Wir werden jetzt, dieses Video läuft ein bisschen anders, also es geht jetzt nicht hier um Eingang und Ausgang und weiß nicht was, sondern wir haben gestern bei dem Fahrzeug die Leistung gemacht, sind dann fahren gegangen und haben gemerkt, dass das Fahrzeug irgendwie nicht so laufen sollte, wie es, oder nicht so läuft, wie es laufen sollte, sagen wir so. Genau. Dann haben wir gesagt, okay, der Sache müssen wir natürlich auf den Grund gehen, haben dann eine Leistungsmessung gemacht und haben gesehen, dass die Leistung nicht ganz erreicht wird. Dann haben natürlich Bea und ich gesagt, ja, Moment. Moment, haben diesen gemacht hier. Ding, ding, ding. Bing! Ja, so war's, so war's. Genau. Entschuldigung. Bald mal, ja. Und haben uns das Fahrzeug mal genau angeschaut und haben gesehen, dass, haben da zum Beispiel mal einen Luftfilterkasten geöffnet und haben uns mal ein Serviceheft ein bisschen genauer angeschaut, was wir zwar im Vorfeld schon gemacht haben, aber nicht so ganz genau, und haben gesehen, dass zum Beispiel der Luftfilter seit 80.000 Kilometern nie gewechselt wurde. Das Fahrzeug war immer beim freundlichen Service und 80.000 mit einem Luftfilter. Naja, kann man jetzt sagen, okay, ist ja nicht so schlimm. Wir haben hier den Luftfilter, kann ich euch mal schnell noch zeigen. Der sieht an und für sich nicht so schlimm aus, aber was man merkt, ist diese Lamellen hier, das ist eigentlich schon Karton. Ich wollte gerade sagen, das ist ja uns auseinander. Das ist richtig Karton. Und, also, boah. Der bricht schon. Genau. Und ja, das kann sicher mal eine Ursache sein. Dann haben wir zusätzlich gesagt, okay, schmeißen wir gerade noch das Öl raus, machen wir da den feinen Stoff rein und haben gleichzeitig bei unserem Partner McChip, weil das Fahrzeug bekommt jetzt eine McChip-Leistungssteigerung Stufe 1 auf Kundenwunsch, muss man auch sagen, da noch eine andere Feile angefordert, und das haben wir dann auch aufgespielt, sind dann gestern Abend nochmal fahren gegangen, und vom Gefühl her muss man sagen, läuft das Fahrzeug deutlichst besser als vorhin. Wir werden jetzt zusammen mal fahren gehen, werden noch eine Leistungsmessung machen, die finale Leistungsmessung, und werden schauen, was jetzt passiert, wie das Diagramm auch ausschaut, weil bei der vorherigen Messung, werde ich dann euch auch noch zeigen, sah das Ganze so ein bisschen so aus. Check it, baby. Genau. Check it. Genau, gut. Also ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Fahrzeug und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hä? Also, bis gleich. Fast in voller Pracht. Ehrlich? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Messung hinbekommen. Den Ton hast du wieder auf normal gestellt, oder? Ton läuft. Normal. So. Diese Kuppe, ich meine, diese Scheißkuppe. Diese Piepkuppe. Kuppe ist auch immer so ein Begriff. Wir ein Döschen drehen. Die Christen. Was denn? Hier kommt ein Taxi hinter mir, das fährt mir jetzt gut in Popo. Ah, das ist ein Begriff. Gut, ich gehe, hä? Thank you.
Aber jetzt dreht er wenigstens kontinuierlich hoch. Vorher hat er ja gar nicht mehr gedreht. Nee, das. Super. Du schnell bremsen. Achtung. Die werden sich auch denken, was sind das für Idioten? Das sind im Fall wir. Wir brauchen mal so ein Ding, was wir hier oben aus den Dächern raushalten können. Das ist ein Drehlicht. Ja, wir sind es oder so. Geblitzt hat es nicht, oder? Nö. Nein, wir waren auch best bei 125, also von dem her. Wie klein? Natürlich. So, jetzt machen wir noch mal eine und dann, weil hinten ist der schön frei. Aber jetzt sieht er wenigstens schön durch, kontinuierlich, weißt du? Vorher hast du bei einem Punkt gemerkt, nee, er will nicht mehr. Extrem, dass es bergauf geht, hast du gemerkt? Ja, brutal. Das wirklich gemerkt. Da muss ich jetzt mal zustimmen. Brutal, so. Obwohl ich es ja nicht mag. Was nicht? Zustimmen? Ja. So, jetzt lassen wir ein bisschen abkühlen und gehen auf die andere Seite, dann machen wir dann nochmal eine Messung. Ich würde sagen, wir sehen uns im Geschäft nachher und dann gucken wir uns mal die ganze Geschichte an. Und dann zeige ich euch auch das letzte Diagramm. Vielleicht sieht man jetzt wirklich einen Unterschied. Also ich hoffe, wäre natürlich super für den Film, dass man das auch sieht. Wissen wir eher vom Vorteil jetzt, ja. Ja, weil bei uns ist alles anders geschnitten, nicht? Ja, das Problem ist, dass man die Fühle nicht filmen kann. Ja. Was man merkt, und das muss man wirklich zugeben, also Fahrzeug ist viel, viel leiser als vorhin. Wir haben schon fast festgestellt, man merkt oder hört fast nicht mehr, dass ein Diesel ist. Und das liegt wirklich an diesem Öl, was wir verwenden für diese Fahrzeuge. Wir haben jetzt schon mehrere mit dem Öl machen dürfen. Auch ein Golf von uns, vom Außendienstler, von Herrn Marcel, den ihr vielleicht jetzt mittlerweile schon gesehen habt. Da müssen wir auch mal einen eigenen Film drehen. Ursula, kein Mensch weiß, wer Marcel ist. Naja, und da haben wir wirklich auch festgestellt, dass das Ding wirklich viel leiser ist. Und das merkt man auch wieder bei dem. Also Öl ist hier schon ein Riesenthema, muss man ganz klar sagen. Und ich bin der Meinung, auch der Intervall, Wechselintervall, muss viel tiefer sein, als es eigentlich vorgeschrieben ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Jetzt hast du ja schon eingeführt. Gut, also, wir sehen uns gleich wieder im Geschäft. Geht's vom Licht her? Arschdunkel, man sieht eigentlich nur deine Umrisse. Gut. Also, jetzt sind wir zurück im Betrieb. Wir haben jetzt hier mal, wir haben also die Eingangsleistungsmessung nicht gemacht, weil wir davon ausgingen, dass wir es nicht brauchen. War eigentlich, wollten eine schnelle Geschichte machen, aber kam ein bisschen anders. Darum hier die Messung mit der ersten Softwareversion und vor allem mit dem alten, seit 80.000 Kilometern in Betrieb gesetzten Luftfilter und mit dem alten Öl. Da haben wir Folgendes, guckt mal, jetzt müssen wir vielleicht schon im Vorfeld entschuldigen, wenn es nicht ganz scharf ist, wir haben ein bisschen technische Probleme, aber ich hoffe, es geht für euch. Gehen wir rauf. Wir hatten damals eine Leistung von, geht's? Also nicht hier drauf. Nimm einfach kurz die Finger weg, super, man sieht alles, schön, gut. Weiter rein. Also 127 PS und 314,6 Newtonmeter. Das war also die erste Software-Variante. Man muss sagen, original haben die Fahrzeuge nach Angabe des Werkes 110 PS und 250 Newtonmeter. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Leistung auch da ist. Kann man bei den Dieseln eigentlich auch meistens sagen, es ist so, oder? Hat man jetzt eigentlich noch nie jemand, der die Leistung nie unbedingt hatte bei den 2 Liter Dieseln? Hat man noch keinen Stress. Nee. Also gehen wir davon aus, dass die Werksleistung stimmt. Gut, jetzt haben wir natürlich die Sachen gewechselt, die wir euch gesagt haben. Wir haben da eine bisschen stärkere Variante bekommen von MacChip und sind jetzt hier, kannst du wieder aufnehmen, bei geht's 155 PS und 370,1 Newtonmeter. Wir versprechen ja 145 PS und 350 Newtonmeter, also sind wir deutlich eigentlich drüber.
Und das ist eigentlich nicht die stärkste Variante. Wir haben da noch eine Messung, die ein bisschen stärker ist, aber wir wollen ja da nicht immer übertreiben. Ne? Sonst heißt es, wir wieder übertreiben. Fahrzeug läuft sehr, sehr schön, muss man sagen. Fahrzeug läuft viel, viel ruhiger als vorher, das muss man auch sagen. Das liegt aber nicht an der Leistung, sondern es liegt vor allem am Öl. Ich gehe davon aus, auch Luftfilter spielt da eine Rolle. Ich bin ja so ein bisschen Fan von Frischluft. Also muss man sagen, Yeti läuft super. Leute, die hat richtig Bums und Yeti macht Spaß. Gut, also das war's vom Yeti. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr was braucht, meldet euch bei uns. Original fahrt man nicht. Wir sind raus und schönen Tag noch. Tschüss.